Moin Leute, da bin ich wieder. Otto hat vor ein paar Tagen neue Tarife vorgestellt und das waren insgesamt 10 Tarife, hat Otto ja vorgestellt. Und Otto hat auch ein bisschen an der Preisschraube gedreht. Das war vor ein paar Tagen gewesen, beziehungsweise Otto hat das auch noch angekündigt. Und da gibt es einmal den ersten Tarif, das ist mit 4 GB für 22,99. Dann der zweite Tarif, Otto Mobile S Boost, mit 8 GB für 27 € im Monat. Dann der nächste Tarif für 37,99 € für 50 GB. Dann der nächste Tarif mit 70 GB für 42,99 €. Dann 140 GB für 47,99 €. Dann der mit 280 GB für 62,99 €. Dann der Unlimited Basic für 32,99 €. Dann der Unlimited Smart für 42,99 € und der O2 Unlimited Max mit unbegrenzt Datenvolumen für 99,99 €. Dieser O2, also Unlimited Max, hat früher 62 € gekostet. Der für 62,99 € hat früher unbegrenzt Datenvolumen gehabt. Der hat jetzt allerdings nur noch 280 GB Daten. Ich sag mal so. Ja. Warum O2 Unlimited Max richtig verteuert hat, das ist eine ganz einfache Kiste. Wie ich das mal bei Teltarif gelesen habe, haben viele die SIM-Karte in einer WLAN-Box reingetan und dadurch durch diesen Tarif sehr viel Datenvolumen verbraucht. Ich sag mal so, wenn man diesen Tarif bucht, den O2 Unlimited Max mit unbegrenztem Datenvolumen, kann man damit tun und machen, was man will. Ich verstehe nicht, warum O2 den Tarif so dermaßen verteuert hat, was ich persönlich nicht verstehen kann, weil keiner wird sich bestimmt unbegrenzt Datenvolumen holen für 99 €. Jetzt gucken wir mal bei der Telekom. Nein, Telekom. Eigentlich schreibt man das mit, na egal, eigentlich schreibt man das mit einem U, aber egal, nicht schlimm. Bei der Telekom kostet, mal gucken, Smartphone-Tarif, glaube ich. Na komm, Google. Genau, hier sind wir schon auf der Seite. Doch. Da kostet unbegrenzt Datenvolumen 84,95 €. Es ist auch scheiße teuer, davon abgesehen. Das ist, ne, ist nichts anderes. Ne, es ist alles im Prinzip teuer. Ne? Generell die Handytarife in Deutschland sind einfach für den Arsch. Auch scheißen teuer. Und darüber braucht man sich auf jeden Fall auch nicht streiten. Bei O2 oder hier bei Vodafone gibt es, die Frage ist jetzt, wo gibt es jetzt den Vertrag mit ohne Smartphone wollte ich doch. Ah, hier ist es sogar schon mal genommen. Unbegrenzt Datenvolumen gibt es derzeit bei Vodafone für 63 €. Da gibt es sogar 20% Rabatt drauf. 20% Rabatt. Genau. Und was ich bei deiner erzählen wollte, ist, keiner wird für diesen Preis so viel Geld zu bezahlen. Ne? Kann man auf jeden Fall einen Trick machen. Unlimited Max durchstreichen und dafür dann sich den Unlimited Smart holen mit 42, nein, mit unbegrenztem Datenvolumen. Ist hier die 5G mit dabei und im Download 15 Mbits und im Upload 10 Mbits. Ich sag mal so, zum Surfen reicht das auf jeden Fall allemal. Da ist 4G, 5G mit dabei. Den Tarif gibt es mit Laufzeit und ohne Laufzeit. Und in allen Tarifen sind 4G und 5G mit dabei. Ist das richtig, was ich sage? Müsste richtig sein. Doch, bis jetzt in allen Tarifen 4G, 5G mit dabei. Tatsächlich. Und auf jeden einzelnen Tarifen gibt es auf jeden Fall auch mehr Datenvolumen.
Und genau, dieser Tarif hat der Otto auf jeden Fall auch ein bisschen umgestellt. Bloß das Frechste, was die ja gemacht haben, ist ja mit Otto Unlimited Max. Der kostet eigentlich, gab es den mal für 49,99 €, also für die Hälfte. Ich glaube, das war 2000, weiß ich, 2020, 2021 irgendwie so. Da müsste ich jetzt ein bisschen lügen, ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall vor ein paar Jahren gab es den noch viel günstiger. Und früher hat er mal 62,99 € gekostet und jetzt kostet der 100 €. Ich hoffe, dass das O2 dadurch auch viele Kunden verliert. Weil, wenn man sich einen Tarif bucht, kann man selber aussuchen, wie viele Datenvolumen man verbraucht. Und O2 muss sich einen vordiktieren oder vorschreiben, wie viel Datenvolumen verbraucht. Und gerade für 100 € im Monat ist das wirklich sehr, sehr viel Geld. Und ich finde das auf jeden Fall auch eine absolute Frechheit. Es ist wirklich, es hat wirklich nichts mit unbegrenzten Daten zu tun. Also ich finde das schon wirklich sehr, sehr frech. Und ja, wie finde ich die Tarife? Ich sag mal so, Otto hat eigentlich ganz gute Tarife. Die preislich in Ordnung sind. Aber O2 muss aufpassen, dass sie nicht einen auf Vodafone und einen auf Telekom machen, dass sie jetzt nicht da langsam hingehen, wie zum Beispiel mit den Unlimited Max. Ich sag mal so, hätten sie da rangeschrieben, für 62 € war okay, aber für 100 €, sorry, ne, kann ich nicht verstehen. Dann kann man sich über den Unlimited Smart buchen als diesen Unlimited Max. Also es ist wirklich, wirklich eine absolute Abzockerei und es hat auch mit anderen hat das auf jeden Fall nichts mehr damit zu tun. Genau, könnt ihr gerne eure Meinung da unter dem Video da unten drunter schreiben, unter den Kommentaren, wie ihr das findet, warum O2 Unlimited Max so teuer geworden ist. Und genau das war's wieder von mir und dann würde ich mal sagen, wir hören uns auf jeden Fall die Tage und lasst euch auf jeden Fall nicht ärgern. Und wie gesagt, wenn ihr was bei O2 bucht, nehmt lieber den Unlimited Smart für 42,99 €. Der reicht auf jeden Fall auch zum Surfen voll und ganz aus. Da würde ich mal sagen, macht's gut und auf Wiedersehen.